Und ich weiß nicht, wie weit das überhaupt möglich ist. Aber eins weiß ich. Da sind Gottes Worte. Jesus sagte, wenn ich komme, werde ich dann Glaube an dieser Erde finden. Wie wichtig es ist, dass wir lernen, wie wir durch Glaube leben. Denn wenn Jesus kommt, wird er den Glauben in uns suchen. Und nicht nur irgendein Glauben. Denn in der Bibel steht, dass auch der Satan an Gott glaubt. Er zittert sogar. Denn er kennt Gott. Er war in seiner Nähe. Und er glaubt. Aber er tut Gottes Wille trotzdem nicht. In anderen Worten, besitzt er dieses biblische Glauben nicht. Und deswegen, liebe Geschwister, müssen wir dieses biblische Glaube verstehen. Und letzte Woche habe ich über etwas gesprochen. Wer kann sich ans Thema erinnern? Hoffnung. Някой ме е слушал. Кофе. Надежда. Амин. Надежда е тук. Алелуя. Да, нашата сестра се казва Кофе. Я е на... В България ще ви хаме друга една мен. В България ще хаме веки сочи на... Надежда. Кофе. Sie heißt Hoffnung. Halleluja. Wortwörtlich. Und so letzte Woche haben wir über die Hoffnung gesprochen. Und ich möchte nur in ein paar Worten zusammenfassen, was wir letzte Woche besprochen haben. Was bedeutet die biblische Hoffnung? Es ist nicht eine leere Erwartung. Die Hoffnung ist ein Fundament. Eine Grundlage, auf welche wir unseren Glauben aufbauen sollen. Und die Hoffnung ist etwas, was durchgängig da ist. Denn unser Glaube kann sehr groß sein, sogar bis zum Himmel reichen. Amen. Amen. Aber manchmal ist unser Glaube sehr klein. Ungenügend. Aber unsere Hoffnung muss konstant bleiben. Amen. Könnt ihr euch jetzt erinnern? Amen. Und jetzt, wenn wir über Hoffnung sprechen, müssen wir auch über den Glauben sprechen. In Habakkuk Kapitel 2, Vers 4 steht, da sagte Gott, а праведния, der Gerechte, ще живее чрез вяра. Aber wird seines Glaubens leben. Кой е праведник? Und wer ist der Gerechte hier? Wir. Аз съм праведник. Ich bin der Gerechte. Ти си праведник. Du bist der Gerechte. Защо сме праведни? Warum sind wir gerecht? Поради Исус. Поради това, че Бог е праведен. Durch Jesus. И чрез вяра в Него. Denn da Gott gerecht ist. Und durch unseren Glauben sind wir auch gerecht. Und hier steht etwas. In diesem Vers gibt es eine sehr große Bedingung. Okay. Es steht, aber der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Das bedeutet, dass ich als Gerechter, das, was Gott von mir als Gerechter erwartet, ist, dass ich nur durch meinen Glauben lebe. So zumindest verstehe ich diesen Vers. Stimmt ihr mir zu? Aber der Gerechte wird manchmal durch seinen Glauben leben. Nein, das steht nicht da. Es steht, er wird durch seinen Glauben leben. Was steht?
Amen. Du wirst immer durch sein Glauben leben. Das heißt, dass wir immer konstant im Glauben oder durch Glauben leben sollen. Stimmt zu. Amen. И така ние установяваме, че Бог очаква от нас да имаме начин на живот чрез вяра. Und so haben wir festgestellt, dass Gott von uns erwartet, dass wir durch unseren Glauben leben. И сега нека да забележим, че Бог говори точно към една определена група. Und lass uns hier vermerken, dass der Herr zu einer bestimmten Gruppe von Menschen spricht. И това е групата на праведните. Und das ist die Gruppe der Gerechten. Което означава, че праведни са само тези, които вярват в Христос. Und es bedeutet, dass die Gerechten nur die sind, welche in unserem Jesus glauben. Und welche durch ihren Glauben seine Gerechtigkeit angenommen haben. Gott erwartet nicht, dass Menschen aus der Welt durch Glauben leben. Das muss zu uns sprechen. Че живота и начина в този свят, хората в този свят, които живеят, по начина, по който живеят, das sagt uns, dass die Menschen dieser Welt, die Art, wie sie leben, те не са еталон. Те не са примера, по който ние трябва да живеем. Sie sind kein Vorbild für uns. За нас Бог очаква да живеем чрез вяра. Von uns erwartet der Herr, dass wir durch unseren Glauben leben. И този живот е различен от живота на останалите хора. Und dieses Leben ist anders als das säkuläre Leben. Das ist sehr wichtig. Das ist, was uns ausmacht und unterscheidet von der Welt. Und jetzt, wenn wir über das biblische Terminus des Glaubens sprechen, möchten wir uns die Definition davon im Neuen Testament anschauen. Der Autor von Hebräer hat diesen Vers aus dem Alten Testament genommen und durch Offenbarung hat diesen Vers weitergeführt. In Hebräer Kapitel 10, Vers 38 steht aber, der Gerechte aber, и при мене има една скобичка и в гръцкия превод е моя праведник. Und hier gibt es eine Klammer bei mir und da drin steht, dass es im Griechisch bedeutet, nicht nur, dass es Griechisch bedeutet, das nicht, nur Gerechter, nicht nur Gerechter, sondern mein Gerechter. Моя праведник. Mein Gerechter. Живе себе си. Не, аз съм Божия праведник. Und ihr könnt jetzt sagen, ich bin Gottes Gerechter. Бог има предвид точно персонално тебе. Персонално тебе. Mein persönlich dich. Амин. Гледа точно персонално на теб. Er schaut dich an. Сега, първо беше, а праведните ще живеят като една група. Und zuerst war es, dass die Gerechten als eine Gruppe. Но тук вече в Новия Завет казва, моя праведник. Durch Glauben leben sollten, aber hier steht es genau, der Gerechte. Mein Gerechte. Aber wird des Glaubens leben? Und so ist es weiter. Wer aber zurückweicht, lass uns ein Bild vorstellen. Lass uns vorstellen, dass es ein Ort des Glaubens ist. Und angenommen, ich stehe hier an diesem Ort. Das ist die Art und Weise, wie ich durch Glauben lebe. Und Gott sagt, wenn ich zurückweiche und mich nicht mehr an diesem Ort des Glaubens befinde, also in anderen Worten, ich lebe nicht, wie Gott es von mir erwartet, а именно чрез вяра. Durch Glaube. И той казва, няма да благоволи в него душата ми. Also wer aber zurückweicht und aufgibt, an dem werde ich kein Gefallen finden. С други думи. In anderen Wörtern. Скъпи брати и сестри. Liebe Geschwister. Бог изисква от нас постоянно да живеем в вяра. Erwartet Gott, dass wir ein konstantes Leben durch Glaube führen. Без значение какви са обстоятелствата.
Egal unsere Umständen. Ja, ich kann mir das trudno. Und vielleicht werden viele von euch sagen, das ist aber schwer. Warum erwartet mein Gott das von mir? Es ist sehr einfach. Wir gehören uns selber nicht. Und wenn wir ihm gehören, so wie die Bibel besagt, dass wir seins sind, so müssen wir uns auf ihn verlassen können. In jedem Bereich unseres Lebens. Und vor allem da, wo wir schwach sind. Und nicht in jedem Bereich unseres Lebens können wir gut mit Sachen umgehen. Ich habe euch schon gesagt, dass die Gemeinde der Endzeit, also die heutige Gemeinde, nicht wie die Gemeinde der Zeit von Jesus war. Und das Medizin war nicht so gut. Und die Menschen müssten Gott vertrauen für ihre Heilung. Und heute sind wir eine Konsumgesellschaft. Wir kommen nach Hause und das Essen ist schon zubereitet. Als Jesus gelebt hat, zu der Zeit, als Jesus gelebt hat, musste bestimmt meine Frau 2 Stunden für kochen. Und heutzutage geht sie einfach nach Hause, die Mikrowelle ist da, sie macht den Kühlschrank auf, sie nimmt die Tiefkühlpizza, packt sie in der Mikrowelle, 10 Minuten, und dann haben wir alle gegessen. Lass uns Maria vorstellen. Zu der Zeit von Jesus. Надежда е готвачка. Тя е главен готвач в гръцкия ресторант. Няма да му правим реклама сега. И така по времето на апостолите, Надежда трябва да отиде. Представяме си, че Надежда живее в Италия. Lass uns vorstellen, dass unsere Schwester in Italien lebt, das heißt im Römischen Reich. Und so ist unsere Schwester da. Sie ist gläubig. Und sie hat schon Predigten von Paulus gehört. Und Paulus predigt mit Salbung. Und unsere Schwester Nadezhda hört von ihm. Und Paulus sagt zu unserer Schwester, Nadezhda, du musst glauben. So wie auch heute Pastor Dimitar hier vorne steht. Und er dir sagt, du musst glauben. Und unsere Schwester sagt dann, aber wie soll ich das tun? Ich muss zum Brunnen gehen, die heute in meinem Haus ist. Aber damals war sie 2 Kilometer entfernt. Der Brunnen war 2 Kilometer entfernt. Sie musste 4 Kilometer laufen. Dann musste sie nach Hause kommen, den Teig zubereiten. Sorgen. Es war sehr kompliziert und hat sehr viel Zeit beansprucht. Und es braucht auch Glauben. Denn die Schwester muss durch Glauben. So steht es im Gottes Wort. Und Nadezhda, die zu der Zeit angenommen, ihren Glauben ist viel unterschiedlicher als die Nadezhda von heute. Okay? Така че ние сме консуматорско общество и трябва да се тренираме във вяра. Защото има твърде голяма вероятност. Unser Leben durch Glauben. Място, което стоим във вяра. Lernen. Много често ние достъпваме назад. Und öfter ist es so, dass wir zurückweichen. И това не е угодно.